Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smart Randomizer Nuzlocke Challenge. Wir haben das letzte Mal in einem richtig epischen Kampf Camillo besiegt mit Annie im Alleingang, haben dadurch den zweiten Orden bekommen, den Knöchelorden, den schauen wir uns jetzt erstmal an. Tada! Jetzt haben wir schon den Granitorden. Ich glaube schon. Und den Knöchelorden. Als nächstes kommt der Dynamo-Orden, aber das ist noch in weiter Ferne. Jetzt werden wir erstmal in die Granithöhle wieder gehen, wo wir die ganze Zeit unsere wunderschönen Pokémon trainiert haben. Und werden nun Troy suchen gehen. Und kurz vor der Treppe werde ich angesprungen von einem Kravums. Ja, Kravums. So. Und wie wir sehen können, ist es komplett dunkel. Oder fast komplett dunkel. Deswegen Max. Das ist der einzige Grund, weshalb ich Max hier noch im Team habe. Wegen Blitz. Tada. Sehen wir viel mehr. Ach so, stimmt. Hier kann ich noch mit dem Eilrad hin. Ja, irgendwann bekommen wir natürlich noch unsere Fahrräder. Ein Kangama! Nee, die Granithöhle gilt ja als Almgebiet. Nicht pro Ebene, sondern leider die gesamte Höhle. Aber ich hätte hier einen Kangama fangen können. Ich habe wieder einen Pokéball, nachdem Endivir mir die ganzen aufgebraucht hat. So, was hätte ich hier noch fangen können? Ein Absol. Oh, ich liebe Absol. Geiles Pokémon. Verdammt. Ich hätte einen Absol holen können. Juhu! Wieder ein Pokémon, das ich von der Liste streichen kann. Außer es kommt auf einer nächsten Route irgendwie wieder. Das wäre natürlich cool. Zertrümmerer. Okay. Ein Draschel. Lauter neue Pokémon hier, die ich hier finde. Aber die kann ich ja alle nicht mehr fangen, obwohl ein Drachen-Pokémon richtig geil gewesen wäre. So, jetzt hole ich mir erstmal den Ewigstein. Der Ewigstein stoppt die Entwicklung eines Pokémon, wenn es getragen wird. Also das Pokémon entwickelt sich dann nicht. So, ist hier noch was? Nein, hier ist nichts. Ah, jetzt bin ich hier oben. Alles klar. Dann watschel ich mal hier lang. Und werde von einem Pokémon angefallen. Ich wette, ja, okay, ich wusste es. Ein Kravums. Oder Explode. Ich mag den englischen Namen. Explode. Sodale. Troy, ich habe hier was für dich. Da ist er. Mein Name ist Troy. Ich interessiere mich für seltene Steine, also reise ich über das ganze Land. Oh, du hast einen Brief für mich? Ja. Von einem gewissen Mr. Devon. Okay, danke schön. Du hast all die Strapazen auf dich genommen, um mir diesen Brief zu bringen. Ich danke dir. Lass mich sehen. Ich gebe dir diese TM. Sie enthält meine Lieblingsattacke. Stahlflügel. Stahlflügel? Ich habe kein Vogel-Pokémon. Deine Pokémon sehen kräftig aus. Wenn du weiterhin trainierst, könntest du sogar der Champion der Pokémon-Liga werden. Das ist meine Meinung. Ich weiß. Wir haben uns doch jetzt kennengelernt. Also lass uns doch in den Pokénavs eintragen. Jawohl. Wir haben Troy in unserem Pokénav. Also jetzt muss ich mich beeilen. Merkwürdiger Typ, aber irgendwie mag ich ihn. Hops, hops. Natürlich werde ich auf der Stufe angesprungen. Von einem... Quapuzzi, genau. Quapuzzi. So. Jetzt können wir die Granithöhle endgültig hinter uns lassen. Oder müssen wir hier nochmal hin? Ja gut, wenn ich da oben auf dem Wasserfall da oder Sandgefälle da erforschen will. Aber das liegt auch noch in weiter Ferne, weil ich noch nicht das Eilrad habe. So. Das war's eigentlich schon
Faustauhafen können wir jetzt getrost hinter uns lassen und werden nun nach Graffitport City weitersegeln. Ahoi, ich fahre für dich jederzeit zur See. Slateport. Is it... Ankerlichten, Segel setzen. Oh, ganz viele Trainer. Wupp, wupp. War das gerade ein Schiffswrack? Ach, ich mag das Schiffswrack. Ahoi, wir haben in Graffitport City angelegt. Ich schätze mal, du wirst jetzt Captain... Wie hieß er nochmal auf Deutsch? Captain Brick, glaube ich, besuchen und ihm die Devon-Waren überbringen. Das werde ich tun. Hallo. Unsere Sandburg braucht ein bisschen. Du kannst das haben. Oh, cool. Wir werden all den Sand am Strand zusammensammeln und eine große Sandburg bauen. Und dann werden wir König und Königin sein. Und du bist deine Dienerin. Undankbare Gören. Soft Sand. Was macht er nochmal? Ah, genau. Ich könnte jetzt die... Ja, ich weiß. Die Miracle Seed zu Jake geben. Denn die verstärkt dann die Pflanzenattacken, die er hat. Ground Type kann T-Bone doch gebrauchen. Aber ich glaube, ich nehme ihn mal von der Spitze, weil jetzt kommen Wasser-Pokémon, soweit ich weiß. Oder Flug-Pokémon. Je nachdem. Ich werde es mal mit dem hier reden. Hallo. Ich habe an allen möglichen Städten der Welt Anker gelegt, aber Graffitport ist das Beste. Warum sage ich immer Graffitport? Das klingt wie meine ehemalige Kunstlehrerin. Ich habe jetzt in der Oberstufe keine Kunst mehr, aber die hat immer Graffiti gesagt statt Graffiti. Graffiti, so richtig deutsch halt. Das klingt voll scheiße. Wusste ich doch, er setzt einen Wingull ein. Genau, der Aurora-Beam ist ja jetzt normal effektiv, weil Wingull ja Wasserflug ist. Schade, dass ich kein Elektro-Pokémon habe. Machop, werde ich auswechseln. Entschuldigung. Ich werde bei Macholo zu Detlef wechseln, weil Kampf gegen Eis ziemlich effektiv ist. So. Blubber ihn zu Tode. Wann entwickelt sich Sieper eigentlich? Level 30? Wäre cool, weil ich möchte schon gerne einen Seemon haben. Aber Sidraking ist, glaube ich, nur per Tausch möglich, oder? Ach, ich weiß es nicht. Oh Mann, fast ein Level auf. You're the best. Oh, danke. Dankeschön. Ah, da sind zwei Pokémon. Da werde ich zu Detlef wechseln auf dem zweiten Platz. Oh. Ich bin durstig. Ich glaube, ich sollte mir ein Tafelwasser bei der Bar holen. Battle with me. Kämpfen mit mir. Ich glaube, dem ist ein bisschen schlecht. Ich hoffe, er kotzt mir meinen Pokémon nicht vor die Füße. Zigzagoon. Oh, ich liebe Zigzags. So ein süßes Pokémon. So, Aurora Beam und Bubble. Wow. Detlef ist schneller als Shelly. Hat was. Die Init sinkt, das ist gut. Und ja, One Hit. Also nicht One Hit, sondern tot. So, Detlef grew to Level 21. Offen. Was? Seit wann kann ein... Wo hat der den fünften Orden her? Der kleine Planscher? Hä? Kann der mir das mal erklären? Wo hat er den fünften Orden her? Da hätte er meinen Vater besiegen müssen. Also wirklich. Geht doch nicht. Das ist Cheating. Und ja, ich weiß. Ja, gut. Und ja, ich weiß, die,
Ich kann nicht schwimmen, also tue ich nur so, als ob ich schwimmen will. Man kann die Attacke Surfer auch innerhalb eines Kampfes anwenden, wenn man noch nicht den fünften Orden hat. Aber... Oh, hallo Meryl. Habe ich natürlich genau das richtige Pokémon vorne. Aber er hätte Surfer irgendwie erwerben müssen und wir bekommen Surfer nur unter gewissen Umständen, die noch nicht da sind. Weshalb ich mich frage, wo hat er Surfer her? Oh, natürlich, es hat jetzt ein Igler eingesetzt. Wow! Noch zweimal bitte? Ja! Jawohl! Sehr gut, Max, ich bin stolz auf dich. Du hast gehört, dass ich dich aus dem Team holen will, ne? Deswegen gibst du jetzt nochmal schon dein Bestes. Trainer-Tipps. Hallo, Zigzags. Das Wasser in diesen Breiten ist ziemlich klar. Aber ich lasse mein Zigzags regelmäßig Müll von der Küste auflesen. Dreckiges Wasser wird zu Regen und geht wieder und regnet sich in den Flüssen ab, von denen wir trinken. Wenn wir das Meer weiter beschnutzen, kommt es irgendwann zu uns zurück. Wow, Pokémon hat eine Öko-Botschaft hier versteckt. Also werft euren Müll nicht ins Meer. Ach, wie gerne würde ich jetzt hier nur am Strand liegen. Hallo, leg dich hin. Ach, in die Sonne sehen. Wie die Sonne aufs Gesicht scheinen lassen, einen Sonnenbrand kriegen, alles was zum Sommer dazu gehört. Aber im Moment ist ja Winter, ein viel zu milder Winter, wie ich finde. Aber... Oh, ein Item. Beep. Oh! Felicia, woher hast du meine Nummer? Oh, hallo May. Hier ist Felicia aus Meteor City. Ich habe von Camillo gehört, dass du... dass du durch die Reihen der Trainer wie eine Sense durchgehst. Nun, ich schätze mal nicht, dass ich dich nicht besiegen kann. Ich verspreche dir, ich werde meine Arena neu aufbauen, damit wir uns irgendwann noch einmal begegnen können und kämpfen können. Ich hoffe, du bist genauso aufgeregt wie ich. Cool! Jetzt haben wir auch Felicia hier drin. Found one potion. Cool. Schaffe ich den Kampf noch? Ich schätze schon. Aber nicht mit Shelly. Doch. Ich lasse Shelly draußen. Hallo. Sieht ein Strand, doch. Strand. Sonnenschirm. Och, ich vergesse immer die Wörter. Sieht ein Sonnenschirm nicht aus wie eine große Blume? Stimmt, von vorne. Tada, mein Schwimmreifen ist rund. Danke für diese wertvolle Information. Ich hätte nicht gedacht, dass ich darauf selbst kommen könnte, Chandler. Bist du geradewegs aus Friends entsprungen? Oh, Aurora Beam und Bubble. Wird zwar nicht viel bringen, besonders nicht gegen Tentacha, aber... Ach ja, stimmt, auf Azuril ist es ja normal effektiv. Weil Azuril ironischerweise ein Normal-Pokémon ist. Oh oh. Oh oh. Oh gut. Charm. Oh. Na gut, ich glaube, du machst weiter mit auf Dingstar und du machst weiter auf die beiden, damit wir sie schaden. Wow. Was für eine tiefsinnige Aussage um 23:45 nachts. Aha, you missed. Oh, ein Platscherfreund schon wieder. So, die beiden müssten jetzt eigentlich vom nächsten Blubber getötet werden. Ich meine natürlich besiegt. Und so war es auch. Oh, natürlich nicht.
Jetzt habe ich natürlich genau auf das Azuril den Aurora-Beam. Aurora-Strahl. Constrict? Och nö. So, der nächste Blubber wird aber das Tentara töten. Ich müsste danach bald Schluss machen mit diesem Video. Wow! Das war gerade ein Critical. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aha, gut. Mann, Chandler, denk dir mal was Neues aus. Tentara ist uncool. Bumm. Wow! That was a critical hit, I see. Und du machst Smokescreen. Oh. Natürlich. Konzentrator? Nee, ach, wie heißt die Fähigkeit nochmal? Ich weiß es nicht mehr. So, die beiden Planscher. Mami! Sind besiegt. Oh, oh. Das ist schlecht. I'm here every day. Ja, du hast nichts Besseres zu tun, als einfach hier rumzustehen. So. Ah, hier ist das Haus. Whether you're hot to trot or cool cat not chill at my papa's spot. Wunderschönes Gedicht, meine Liebe. Und mit diesem Gedicht schließe ich nun dieses Video ab. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Pokémon Smaragd Randomizer Nuzlocke Challenge, wenn ich in dieses Haus gehe, ein paar Trainer kloppe und mir Tafelwasser hole. Und danach werden wir Graffitport City betreten. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.